Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und es ist mal wieder Zeit für einen weiteren Vorbericht. Denn übermorgen am Sonntag um 13.30 Uhr spielen wir zu Hause im Olympiastadion bei eisigen Temperaturen gegen den SV Elversberg. Und für uns ist das wieder mal ein wichtiges Spiel. Bei einem Sieg können wir 3 Punkte in Elversberg anschließen und uns in die obere Tabelle katapultieren. Bei einer Niederlage hingegen stehen wir wirklich im Niemandsland der Tabelle da. Und eigentlich ist das weit unter unseren Ansprüchen. Ich würde aber sagen, herzlich willkommen zum heutigen Vorbericht. Ich möchte über Elversberg quatschen, denn Elversberg ist wirklich eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss. Sie stehen momentan auf dem 6. Tabellenplatz und das ist auch vollkommen verdient. Ich möchte aber auch natürlich über Dardai sprechen, über die Pressekonferenz, über eine mögliche Startformation und abschließend gibt es von mir auch noch eine Prognose. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir erstmal über den SV Elversberg. Elversberg steht gerade mit 24 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz und das ist sogar verdient. Von den letzten 5 Zweitligaspielen hat man 4 gewonnen. Zuletzt hat man gegen Paderborn gewonnen, hat davor auswärts in der Weltis-Arena gegen Kelsenkirchen gewonnen. Und man muss halt eben sagen, ey, das ist vollkommen verdient und die Arbeit, die in Elversberg gemacht wird, die ist nicht schlecht. Vor allen Dingen auch, wie Elversberg die Spiele angeht, das ist teilweise wirklich richtig, richtig gut. Elversberg spielt einfach guten Fußball. Sie kombinieren viel, sie erarbeiten sich viele Chancen, stehen defensiv sicher und haben offensiv wirklich, sage ich mal, eine variable Offensive. Und von daher ist es verdient, dass sie einige Spiele gewinnen. Auch das Spiel zuletzt auf Schalke, das war richtig, richtig gut. Aber auch zuletzt zu Hause gegen Paderborn war das ein wirklich gutes Spiel der Elversberger. Die Elversberger, das ist nicht so in der Bundesliga wie zum Beispiel Heidenheim oder Darmstadt, sondern sie spielen wirklich guten Fußball. Und das, obwohl ich sie als Underdog eingeschätzt habe. Und von daher muss ich auch wirklich sagen, dass ich Respekt vor Elversberg habe. Die machen das wirklich gut und ich hoffe, nur weil jetzt hier alle denken, Elversberg kommt zu unserem Stadion, das wird kein einfacher Sieg. Elversberg gehört, so wie es Paldada gesagt hat, zu den 12 Teams in der Liga, die eben oben mitspielen können. Und Elversberg stand sogar zeitweise auf dem 3. Tabellenplatz. Ich würde mal behaupten, dass Elversberg, wenn sie die Form, die sie jetzt haben, durchhalten, mindestens mal einen einstiegigen Tabellenplatz am Ende haben werden, beziehungsweise sogar vielleicht in Richtung Relegation schielen können. Denn mit dem SV Elversberg haben wir einen Gegner, der einerseits in den letzten beiden Spielen wirklich eine gute Leistung gezeigt hat, der in den letzten 5 Spielen einzig und allein gegen St. Pauli verloren hat. Ich bin ehrlich, gegen St. Pauli darf man mal verlieren. Die sind wirklich viel zu gut. Aber auch dort hat Elversberg ja kein schlechtes Spiel gezeigt. Und es ist eine Mannschaft, die sehr flexibel ist, die offensiv aggressiv auch teilweise auftritt und die immer und immer wieder den spielerischen Ansatz sucht. Und ich sag so, wie es ist, mit einer Mannschaft, die eher einen spielerischen Ansatz sucht. Mit solchen Mannschaften hatten wir zuletzt einige Probleme. Ich würde sie spielerisch so eher mit dem SC Paderborn vergleichen. Sehr viel spielerische Lösungen, aber vor allen Dingen auch offensiv ist man dort variabel aufgestellt. Und ich würde sagen, dass es so ähnlich in die Richtung geht. Und von daher hoffe ich auch, dass das Spiel so ähnlich verläuft wie gegen Paderborn. Das heißt, wir brauchen gute und intensive Zweikämpfe. Wir müssen die 50-50 Zweikämpfe für uns gewinnen und wir müssen uns dementsprechend auch, ja, körperlich gut präsentieren. Wir brauchen einen guten Tag gegen Elversberg. Denn Elversberg ist eine Mannschaft, wo ich einfach sage, ja, wenn du da so lasch auftrittst wie Schalke, Schalke gegen Elversberg ohne Kampf, ohne Leidenschaft gespielt, dann ist das auch ein Spiel, was du zu Hause verlieren kannst. Wir brauchen ein Spiel, wo wir körperlich vieles investieren, wo wir alles investieren, wo die Mannschaft oft zusammensteht. Denn ich bin der Meinung, dass Elversberg ein Team ist, das unsere Fehler definitiv schamlos ausnutzen wird. Von daher brauchen wir eine konzentrierte Leistung, um am Sonntag irgendwie die Punkte hier zu behalten. Ansonsten muss man eben noch sagen, die zweite Liga, finde ich, ist super eng dieses Jahr. Ich finde, in der zweiten Liga, da kann wirklich jeder jeden schlagen. Man sieht es auch so ein bisschen jedes Wochenende, dass die Ergebnisse wenig vorhersehbar sind. Und ich bin auch absolut ehrlich mit euch. Ich glaube, das Spiel gegen Elversberg wird das mit Abstand unattraktivste Spiel der Saison. Wir können mal so ein bisschen die Fakten durchgehen. Wir spielen am Sonntag um 13.30 Uhr gegen Elversberg zu Hause im Olympiastadion. Es sind knapp 35.000 Zuschauer erwartet. Das ist wirklich eigentlich mehr, als ich gedacht hatte. Denn wenn man ehrlich ist, es kommt der unattraktivste Gegner zu uns. Ich meine, Elversberg, die werden jetzt nicht viele Fans mit sich bringen. Und es ist auch einfach ein Verein, der meiner Meinung nach für gar nichts steht. So, Elversberg ist so, die sind halt ein Dorfverein, der jetzt seit 2 Jahren ja, irgendwie mit dabei ist im Profibereich. Die haben ja den Durchmarsch gepackt von der Regionalliga in die 3. Liga, von die 3. Liga jetzt in die 2. Liga.
Aber man muss halt eben sagen, der wurde auch ordentlich nachgeholfen, beziehungsweise man hat dort, ja, finanziell auch profitiert. Von daher ist es jetzt auch kein Verein, wo jetzt so eine riesen Fanbase zu uns kommt. Also ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie die Leistung von Elversberg irgendwie kleinreden, denn dort wurde in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht. Aber im Olympiastadion, bei minus 8 Grad gegen den SV Elversberg zu spielen, das ist einfach härter Peak. Das ist echt nicht ganz so geil. Trotzdem, wenn man sich den Kader von Elversberg anschaut, dann sieht man, dass da auch einige Spieler sind, die den Aufstieg von der Regionalliga in die Dritte Liga mit Elversberg mitgemacht haben. Das heißt, die vor 2 Jahren noch in der Regionalliga gespielt haben, die jetzt auch in der zweiten Liga mit dabei sind und die eben jetzt immer noch eine gute Achse sind. Der Kader von Elversberg, der sieht nicht gerade qualitativ hochwertig aus und die Spieler haben nicht den höchsten Marktwert, aber Elversberg spielt wie ein gutes Team zusammen und der Trainer Horst Stöffen ist meiner Meinung nach ein richtig, richtig guter Trainer. Gehört vielleicht sogar zu den besten Trainern in der zweiten Liga. Ein Trainer, der konstant gute Leistungen liefert und der die Spieler auch wirklich Woche für Woche irgendwie weiterentwickelt. Zum Beispiel Janek Rochelt, der war auch schon letzte Saison in der dritten Liga-Saison dabei, wo auch Horst Stöffen Trainer war. Und der hat sich in den letzten Jahren richtig, richtig stark weiterentwickelt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Könnt ihr jetzt auch zum Beispiel Schnellbacher benennen. Er wird auch gefühlt immer und immer besser. Von daher ist Elversberg eine Truppe. Die Namen dieser Truppe klingen jetzt nicht irgendwie impulsiv und da spielen jetzt nicht die größten Qualitätsspieler. Aber die spielen zusammen, haben zusammen ein System entwickelt und sie werden immer und immer besser. So, das ist ein Verein, wo ich sage, sie können einen Weg gehen wie Heidenheim. Was sagt denn Pal Dardai zu dieser Partie? Ich habe mir natürlich die Pressekonferenz von Pal Dardai angehört und auch Pascal Clemens, der neben Pal Dardai gesessen hat. Und man muss halt eben sagen, Pal Dardai macht wie immer den gleichen Eindruck. Er spricht ganz klar erstmal davon, dass Elversberg ein Team ist, was man nicht unterschätzen darf. Ein Team ist, was man genauso ernst nehmen muss, wie wenn zum Beispiel HSV, Kaiserslautern oder sonst wer ins Olympiastadion kommt. Ein Gegner, der meiner Meinung nach definitiv uns schlagen kann. Und das weiß auch Pal Dardai. Und dementsprechend hat er das Team eingestellt. Das hat er auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Und er spricht davon, dass vor allen Dingen das Spielglück notwendig ist, um gegen Elversberg zu gewinnen. Und das hat uns einfach in den letzten Wochen gefehlt. Wenn man ehrlich ist, so gegen Hannover eine 2-0-Führung vergeben. Gegen Karlsruhe eine 2-1-Führung vergeben. Daran wurde hoffentlich auch gearbeitet. Und ich hoffe, dass das morgen nicht passiert. Morgen, um gegen Elversberg zu gewinnen, brauchen wir 2 gute Halbzeiten. Nicht nach 45 Minuten das Spiel einstellen, nicht nach 60 Minuten das Spiel einstellen, sondern 90 Minuten lang konstant gut spielen. Auch mal den Ball laufen lassen bei eigenem Ballbesitz. Aber das hat in den letzten Wochen so ein bisschen gefehlt. Und ich hoffe, dass Dardai unter der Woche daran gearbeitet hat. Wir können mal so ein bisschen über die Personalsituation reden. Toni Leistner möchte spielen, wird aber, ja, aus Erfahrung von Pal Dardai wahrscheinlich nicht fit genug dafür sein. Linus Gechter könnte möglicherweise für Toni Leistner in die IV rücken, das war der Plan, aber Linus Gechter trainiert aktuell nur individuell, beziehungsweise trainiert erst heute Abend, also jetzt gerade mit dem Team mit. Es gibt einige Optionen, man könnte Pascal Clemens von der 6 wieder in die IV ziehen oder Linus Gechter wird dann fit. Er war wohl am Mittwoch krank, soweit ich das mitbekommen habe. Pascal Clemens saß ja auch auf der Pressekonferenz, er hat darüber gesprochen, was seine Lieblingsposition ist, beziehungsweise welche Position er besser bespielen könnte. Ja, ich könnte mir auf beiden Positionen gut vorstellen, aber irgendwie ist Pascal Clemens in den letzten Wochen zu einem richtig, richtig guten Schlüsselspieler geworden. Also der gefällt mir richtig, richtig gut und ich hoffe, dass er jetzt Tag für Tag sich verbessert. Und ich glaube, der wird da spätestens dann zum Winter ein unangefochtener Stammspieler sein. Wir können sonst nochmal auf die Personalsituation gucken. Folgende Spieler werden ausfallen. Benze Dardai, Palko Dardai, Jeremy Duziak, Maser und August Nochel. Dementsprechend sieht eine mögliche Startformation für das morgige Spiel so aus. Ich habe sie euch jetzt mal eingeblendet und ich denke mal, ist es logisch, dass sich daran nicht viel ändern wird. Das Team hat sich so langsam mehr oder weniger gefunden. Es gibt so einige Positionen, wo ich sage, damit bin ich nicht zufrieden, aber ansonsten ist das für das grobe Team. 4-2-3-1, Silfü, Kenny auf den Außenverteidigerpositionen, Kempf und Gechter in der IV. Wie gesagt, Toni Leistner kann fit sein. Es kann aber auch sein, dass Clemens zurückrücken muss und dafür vielleicht Buscher oder Cabo ins Mittelfeld rückt. Ansonsten auf der Doppel-6 nach Plan Martin und Clemens. Niederlechner wieder so mehr oder weniger als hängende Spitze als Zehner auf der 10. Reese, Winkler und Tabakovic im Sturm. Ja, die 11 sollen es dann wohl richten. Wir brauchen wieder einen guten Tag von Fabian Reese. Winkler muss die richtigen Entscheidungen treffen. So, das fällt mir immer mehr auf. Winkler braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Er muss
ein Tor machen und sagst, so ein kleiner Knoten bei ihm platzen könnte. Er hat das Potenzial, ein richtig guter Spieler zu sein. Er hat ein Tempo wie kaum ein anderer bei uns im Kader. Aber er trifft einige Male, vor allen Dingen was das Dribbling angeht, was das Abspiel angeht, einfach die falsche Entscheidung. Tabakovic braucht auch wieder irgendwie ein Tor. Aber wir wissen ja, Tabakovic, wenn er trifft, dann trifft er mehrmals. Und ich glaube, gegen Elversberg ist wieder ein Tag, wo er treffen wird. Da sollte er mal wieder mehrmals treffen. Ansonsten ist das in etwa das Team. Ich würde mir wünschen, dass unbedingt Bilal Hüseyin oder Kabovnik, egal wie der Spielverlauf ist, mal Spielzeit bekommen. Ich möchte die beiden gerne mal sehen und wie sie dieses System vielleicht noch aufbessern können. Denn mit dem Ball ist diese Elf, die wir hier haben, einfach etwas zu schwach. Wir haben technisch eher schwächere Spieler und was vor allen Dingen das Spiel im Mittelfeld mit dem Ball angeht, den Ball mal nach vorne tragen, einige Akzente offensiv setzen, da musst du lange bei uns suchen. Ich würde mir wünschen, dass die beiden wenigstens mal den Hauch von ein paar Einsatzminuten bekommen. Ansonsten ist das das Spiel gegen Elversberg. Und eine Sache ist mir ein kleines Dorn im Auge. Wir haben am Sonntag unser Spiel gegen Elversberg. Am Mittwoch, das heißt 3 Tage später, geht es gegen Hamburg ran. Gegen den Hamburger SV. Und der Hamburger SV spielt bereits heute gegen St. Pauli. Das heißt, die haben 2 Tage mehr Ausruhezeit, 2 Tage mehr Regeneration, bevor es gegen uns rangeht. Das heißt, es wird ja etwas knapp, sage ich mal, mehr oder weniger. Da finde ich auch die Terminierung der DFL echt unklug gewählt. Ich verstehe nicht, wieso man das Hamburg-Derby nicht an einem helllichten Tage stattfinden lassen würde. Zum Beispiel einfach mal an einem Samstagmittag oder Samstagabend, wenn man so dringend will. Aber nun gut, ich hoffe, dass das jetzt nicht so den Unterschied machen würde, aber ist halt immer so etwas Kleines, was mir auffällt. Trotzdem, das Hamburg-Spiel ist mir aber 500 Mal wichtiger als das Spiel gegen Elversberg. Hört sich hart an, wir brauchen die Punkte, aber ich möchte, dass das Team sich auch angemessen auf das Hamburg-Spiel vorbereitet und dass man dementsprechend vielleicht Spieler, die nach 60 Minuten schon platt wirken, wie zum Beispiel Fabian Reese, runternimmt, damit sie vielleicht etwas gestärkter in das Spiel gegen Hamburg reingehen. Das Hamburg-Spiel ist für mich bisher das Spiel der Saison. Geht's weiter im DFB-Pokal, stehen wir im Viertelfinale, kriegen mehr Geld und dann können wir auch ins Finale kommen. Darauf freue ich mich schon seit einer Woche und dieses Spiel gegen Elversberg ist mir mehr oder weniger nur ein Dorn im Auge. Hört sich hart an, aber ich freue mich 3-mal mehr auf das Hamburg-Spiel als auf das Spiel gegen Elversberg. Ich bin natürlich wieder am Stadion mit dabei. Elversberg, na gut, Zweitliga-Alltag steht jetzt an. Ich würde sagen, kommen wir zu meiner Prognose. Ich prognostiziere für dieses Spiel ein 3-2. Man kann sich denken, wir gehen 3-0 in Führung und verkacken die zweite Halbzeit komplett. Aber vielleicht verlieren wir ein Spiel mal nicht. Mein Tipp von daher ist ein 3-2 nach einer 3-0-Führung. Wobei bei Elversberg ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Es ist ehrlich, Elversberg, letzte 5 Spiele, 4 Siege. Das ist ein echter Brocken, der auf uns zukommt. Ich würde an dieser Stelle sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ganz gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, schönen Tag euch noch. Genießt den Abend und ciao.